Urlauber sprechen Helene Fischer an und wissen, welchen Kosenamen sie für Thomas Sietel nutzt. Helene Fischer und ihr Freund Thomas Sietel wurden in Südafrika gesichtet. Urlauber sprachen sie an und erfuhren auch, welchen Kosenamen die Schlagerqueen für ihn nutzt. Update vom 21. März 2019. Natürlich blieben Helene Fischer und Thomas Sietel. Auch in Südafrika nicht komplett unerkannt. Auch am anderen Ende der Welt finden sich Deutsche. Oder auch Fans aus dem Ausland, wo die Schlagerqueen auch erfolgreich ist. Wie bunte.de berichtet, wurden Helene Fischer und Thomas Sietel bei einem gemeinsamen Abendessen in einem 5-Sterne-Hotel in Kapstadt von deutschen Touristen gesichtet. Demnach ereignete sich das schon Anfang März, es ist also gut möglich, dass all die Infos mit Verzögerung erst in Deutschland ankommen. Das Paar habe demnach südafrikanische Spezialitäten am Nachbartisch genossen. Die Urlauber kamen mit Helene Fischer und Thomas Sietel ins Gespräch. Die Sängerin habe berichtet, sie wolle mit Thomas Sietel die berühmte Garden-Route-Tour machen. Auch der Kosename, den Helene Fischer ihrem Liebsten gibt, ist durch den Bericht bekannt, sie sage, mein Schatz, zu ihm. Kreativ ist das vielleicht nicht. Aber so innig. Helene Fischer und Thomas Sietel schon wieder auf Privattrip gesichtet, der Ort ist durchaus überraschend. Unser Artikel vom 14. März 2019, München Kapstadt Hach, ist liebe schön. Helene Fischer 34 und Thomas Sietel 33 genießen ihre Zweisamkeit. Und beschränken sich damit bei weitem nicht auf Deutschland. Sie nutzen die Zeit, um fleißig zu reisen. Geht ja auch. Denn Helene Fischer tritt gerade mit ihren Gesangskünsten etwas kürzer. Und auch Thomas Sietel scheint nicht allzu viele Termine zu haben.
Da kann man doch mal in den Flieger steigen. Helene Fischer und Thomas Sietel auf Boot in Südafrika entdeckt. Jetzt wurden Helene Fischer und Thomas Sietel an eher unerwartetem Ort entdeckt. Am anderen Ende der Welt. Genauer, in Südafrika. Noch genauer, auf einem Boot. Zwischen lauter normalen Touristen, was für ein Promi-Paar eher ungewöhnlich scheint. In Südafrika ist Helene Fischer vermutlich eher nicht allzu bekannt. Doch auch dort wurde sie erspäht, wohl von einem Reisenden aus Mitteleuropa. Der griff zur Kamera, knipste die beiden inmitten der anderen Bootstouristen. Bild.de zeigte hinter einer Bezahlschranke mehrere Fotos inzwischen entfernt. Zuerst muss man ganz genau hinsehen, um Helene Fischer und Thomas Sietel zwischen den vielen Bootspassagieren auf der Dreamcatcher, so der Name des Schiffchens, überhaupt zu erkennen. Aber dann wird klar, ja, sie sind es. Helene Fischer und Thomas Sietel mit Schwimmwesten und Kamera unterwegs. Thomas Sietel trägt eine Sonnenbrille auf der Nase und ein lässiges Shirt mit Jacke. Helene Fischer ein gemustertes Oberteil und die Sonnenbrille, in den Haaren beide, dazu Schwimmwesten in Neongelb. Interessant auch, Helene Fischer scheint das gemeinsame Erlebnis festhalten zu wollen. Sie hat eine professionelle Kamera mit großem Objektiv in der Hand. Jenes Abenteuer ist eine Bootstour, um Wale und Haifische zu beobachten. Laut Bild eine vorbildliche, denn bei dem Anbieter wird darauf verzichtet, die Tiere mit Blut anzulocken. Helene Fischer und Thomas Sietel, Bilder entstanden offenbar am 12. März. Die Bilder entstanden den Angaben zufolge am Dienstag, 12. März 2019. Gegen 10 Uhr in der Nähe des südafrikanischen Gansbeë, ein ganzes Stück südöstlich der Metropole Kapstadt. Also wirklich weit weg von Deutschland.
Zuvor wurden beide dem Bericht zufolge in einem Restaurant gesichtet. Helene Fischer und Thomas Sietel kürzlich beim Skifahren entdeckt. Es gab bisher noch keinen einzigen, offiziellen, gemeinsamen Auftritt von Helene Fischer und Thomas Sietel. Beide wurden aber kurz nach dem Liebeshammer bereits in Finnland gesichtet. In München bummelten sie durch die Stadt, auch zu einem Juwelier. Und es verschlug das Traumpaar nach Südtirol zum Skifahren. Der Mitarbeiter eines Liftbetreibers plauderte dort fleißig aus dem Nähkästchen. So soll Helene Fischer einen Trick angewandt haben, um nicht erkannt zu werden. Der schlug fehl. Den Schnee dürften sie dennoch genossen haben. Ebenso wie jetzt die Ferne Südafrikas. Ob Helene Fischer dort auch unter Pseudonym unterwegs war, ist nicht überliefert. Aber ein Weltstar wird halt überall erkannt.